Also das mit den Stadien, dass wir klappen, das ist nicht meine erste Fußball-Weltmeisterschaft und am Ende werden alle Stadien bereit sein. Es sind einige sind zurückgeworfen worden, insbesondere das eine in Sao Paulo wegen diesem unglücklichen Unfall, der da drin war. Aber ansonsten muss ich sagen, dass die Brasilianer jetzt bereit sind, diese WM über die Bühne zu bringen. Es sind in Brasilien sind 200 Millionen begeisterte Fußballer, die werden diese Fußballweltmeisterschaft auch entsprechend aufnehmen. Und es kommt auch darauf an, dann, wie das einheimische Team, also Brasilien selber spielt. Aber ich bin überzeugt, es wird eine gute WM, vom Fußball her eine sehr gute WM sein. Und wir hoffen, dass diese WM auch dazu beiträgt, das soziale Unwohlsein, das wir festgestellt haben beim Confederations Cup, dass sich das jetzt beruhigt hat. Ja, also es ist auch so, dass die Südamerikaner wollen natürlich gewinnen. Denn so viele WM haben sie dort noch nicht gehabt. Und jetzt mit den großen Mannschaften, also es geht ja nicht nur um Argentinien, es geht ja Argentinien um Brasilien, es geht auch um Chile und es geht um Uruguay. Das sind also, und dann Kolumbien ist auch eine sehr starke Mannschaft. Und die wollen natürlich verhindern, dass Europa zum ersten Mal dort gewinnt. Aber die Europäer, die meinen jetzt, diesmal packen sie wir. Aber es wird sehr schwierig sein, in Südamerika und in Brasilien diesen Sieg heimzufahren. Ich weiß, dass in Europa, wenn wir ein Dreiergestirn anschauen, das gegenwärtig auch im internationalen Kalender hoch drin ist, das ist Spanien, Deutschland und Italien, dass die hoffen, dass sie in das Finale kommen. Aber mehr als zwei können ja nicht ins Finale kommen. Aber ich glaube, es wird sehr schwer sein, für die Europäer dabei zu sein. Das ist eben das Interessante von diesem Weltcup. Es ist spannend, es wird spannend sein bis zum Ende. Ja, also im Weltfußball, was ich noch machen möchte, in diesen allen Entwicklungsprogrammen, ist, dass wir das sozial-kulturelle Engagement der FIFA vertiefen und das in unsere Gesellschaft hineinbringen mit verschiedenen Aktivitäten, insbesondere mit einem großen Gesundheitsprogramm für die Jugend, dass wir mit dem Fußball in die Schulen gehen und dass schließlich Disziplin, Respekt und Fairplay in unsere Gesellschaft hineinkommt. Der Kongress wird jetzt aufgerufen, dass er in Zukunft die Vergabe der WM machen muss. Das ist in den Statuten. Und ich werde dem Kongress dann noch bereitstellen, dass der Kongress bei der Beurteilung der Lage eben auch die soziale, kulturelle oder sagen wir mal die menschenrechtliche Situation in den Ländern, wo Fußball gespielt wird, auch anschaut. Aber wir können jetzt im Kongress 2014 das mal vorbringen. 2015 entscheiden, aber wir können jetzt nichts ändern, was momentan im Weltcup läuft. Wir haben 2014 jetzt zu spielen, der 2018 in Russland haben wir momentan kein Problem und die Probleme von Katar, die sind bekannt und wir versuchen mit allen Beteiligten in Katar eine Lösung zu finden, die schließlich dem Fußball einen Grund gibt, dass der Fußball in diesem Land das sozial-kulturelle Gut des Arbeiters richtig schaffen würde. Das wäre gut für den Fußball.